Wir haben hier zwei Behälter, einmal zu eurer Linken, der hier, der Behälter mit dem gereinigten Öl und nochmal zu der rechten Seite ein Behälter, womit ich dann das Altöl aus der Autowerkstatt abhole. Und das sind exakt die gleichen Behälter. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich das schüttel, wie sich das Öl dort verhält. Der hier. Einmal, den habe ich jetzt gar nicht voll gemacht. Also einen Moment. Der ist im Grunde genommen ist der schon fast leer. Der ist nur noch ein ganz klein bisschen drin. Jetzt schüttel ich den aber auch noch mal. Der ist hier rot markiert, damit ich die nicht verwechsel. Das müsste reichen. Und dann warten wir mal eine Zeit lang. Und dann schauen wir uns an, wie das Ganze mal in 2 Stunden aussieht. So, ich hoffe, man kann den Vergleich jetzt richtig sehen. So sieht man erstmal nichts. Jetzt nehme ich mal die Lampe und leuchte mal hinter den Behälter. Der, da, da. Und das wird im Laufe der Zeit immer heller. Das heißt, irgendwann sieht der Behälter aus wie der hier. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag das Ding hier stehen lasse oder über Nacht, sieht er am nächsten Tag wieder so aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist ein ähnlicher Effekt, wie wenn ich Tinte nehme und tue sie in ein Glas. Wenn ich die Tinte in einem Glas schüttel, ist das Glas, das ist blau. Aber nach kürzester Zeit ist das Glas wieder durchsichtig und unten sieht man die Tinte. Die Tinte ist zwar blau und färbt das, aber da sind keine Partikel drin, die sich an der Wand, an der Glaswand absetzen können. Wenn ich jetzt Partikel da rein tue, nehmen wir an blauen Tonerstaub, dann würde das Glas blau bleiben, weil da die Partikel am Glas kleben. Hier in dem Öl sind keine Partikel drin, die irgendwo anhaften können. Wenn, dann sind diese Partikel wirklich so klein, dass man sagt, pff, egal. Also, da passiert überhaupt nichts. Das ist der Unterschied. Und ich denke mal, so kann man das hier sehr schön veranschaulichen. Und dieses Öl kann man ohne Probleme im Auto fahren. Und es gibt bisher keine Probleme. Also, das sind also die ganzen Partikel, die da drin waren, der Ruß und alles Mögliche. Alles, was doch nur im Öl drin sein kann, wird eigentlich hier schon rausgeholt. Und der Rest macht dann ein spezielles Filtersystem, ein mehrstufiges, was auch nochmal speziell strömungstechnisch so konstruiert ist, dass da wirklich nichts übrig bleibt.